und bin zurzeit im Master Global Business Kanada und Taiwan. Hallo, und ich bin der Peter Brandstätter. Ich arbeite an der JQ im Studierenden Info- und Beratungsservice und bin auch hier, um eure Fragen zu beantworten. Eure Fragen könnt ihr übrigens jetzt schon in den Chat stellen und wir werden sie nachher dann beantworten. Genau, wunderbar. Dann fangen wir mal an bei uns an der Johannes Kepler Universität studieren im Herzen Europas. Kurz zur Übersicht. Zuerst kommen ein paar Facts zur JKU, dann Unterschied zwischen Schule und Universität, was für euch sicher sehr interessant ist, beziehungsweise noch Unterschiede zwischen Universität und Fachhochschule, weil sich sehr viele von euch die Frage stellen wird, wo möchte ich denn nach der Matura weitermachen. Dann gehen wir kurz darauf ein, welche Studienarten gibt es bei uns an der JKU. Da werden speziell die wirtschaftswissenschaftlichen und die sozialwissenschaftlichen Fächer vorgestellt. Und dann je nachdem, bitte schreibt in den Chat, was euch nachher noch interessiert. Interessiert euch JKU und Internationalität, wo es um Auslandssemester geht, welche Möglichkeiten das da gibt? Interessiert euch, welche Schritte das man setzen muss, dass man etwa uns studieren kann mit der Anmeldung? Beziehungsweise interessiert euch der Campus oder die Stadt Linz oder generell das Studentenleben? Dann bitte einfach, wie gesagt, die Fragen immer einstellen. Ich werde noch auf die Fragen eingehen und beantworten. So, lala, wunderbar. Es gibt bei uns in der JKU ca. 21.000 Studierende und 130 Professorinnen und Professoren in insgesamt ca. 100 Studienrichtungen an vier Fakultäten. Da gibt es einerseits die SOWI-Fakultät, dann gibt es die DNF-Fakultät, das sind die Techniker, dann gibt es die Mediziner und die Justler. Genau. Perfekt, dann fahren wir weiter mit den Unterschieden zwischen Schule und Universität. Ihr jetzt in der Schule habt ihr ziemlich sicher einen vorgegebenen Stundenplan und eine fixe Klassengemeinschaft, dass man euch eben einer Klasse zuschreiben kann. Ihr habt so eine Anwesenheitspflicht und müsst beispielsweise beim nicht genügend die ganze Klasse wiederholen. An der Universität ist es ein bisschen anders. Man hat eben einen freien Stundenplan, den man sich gestalten kann. Wenn ich jetzt von mir selber rede zum Beispiel, habe ich mir es in der Vergangenheit gern so eidet, dass ich beispielsweise Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag an der Uni bin und dann zum Beispiel verlängertes Wochenende habe und trotzdem so viele Kurse wie möglich bei mir weitergängen. Dann gibt es nicht so einen Klassenverband, natürlich gibt es einen Zusammenhalt zwischen den Studenten, weil man sehr oft mit den gleichen Leuten in die Hörsäle ist und Kurse hat, beziehungsweise auch sehr viel Teamarbeiten hat, was in der Schule immer so ein bisschen, was in der Schule war, jedenfalls war es bei mir so und bei anderen auch, was ich gehört habe. Es ist sehr intensiv, die Einzelarbeiten und die Hausübungen werden alleine gemacht und an der Universität, nicht nur an der JKU generell, an den Universitäten ist sehr wichtig, dass man eben im Team zusammenarbeitet und hat da auch sehr große, wichtige Projekte gemeinsam, weil eben die Arbeitslast gemeinsam geschafft werden muss und nicht alleine. Genau. Dann, was ist der Unterschied zwischen einer Universität und einer Fachhochschule? Die Fachhochschule ist ähnlicher einer eicherer Schule, wo sie wahrscheinlich jetzt seid. Da gibt es einen fixen Stundenplan, und den man eben vorgegeben hat und einen gewissen Verlauf des Studiums bzw. der Lehre. Bei uns an der Universität kann ich mir die Fächer, wie gesagt, frei einteilen, wann ich die haben möchte, in welchen Semester die haben möchte. Natürlich gibt es Voraussetzungsketten, dass ich jetzt nicht einen Schwerpunkt gleich am Anfang anfangen kann, sondern gewisse Voraussetzungen erfüllen muss. Aber grundsätzlich ist es an der Universität sehr flexibel. Dann gibt es kein verpflichtendes Berufspraktikum in den meisten Studiengängen. Natürlich gibt es Studiengänge, auch wo es Berufspraktikum gibt, aber das ist nicht die Regel im Vergleich zur Fachhochschule, wo das normalerweise die Regel ist, wo man noch im Zuge von so einem Praktikum auch gerne mal ein Bachelor oder eine Masterarbeit schreibt. Genau. Das heißt, was passt jetzt zu euch? Das müsst ihr euch wahrscheinlich, das kann ich euch jetzt nicht beantworten, aber wenn sie sagt, sie bin jemand, der gerne Selbstverantwortung übernimmt, ich teile mir das gern selber ein und bin dahinter, dass ich mein Studium bestmöglich abschließe und ich traue mir das selber zu, dann bitte gerne. Also dann ist die Universität genau das Richtige. Wenn wer sagt, na, der schulische Charakter, der taugt mir eigentlich wirklich, ich möchte vorgeben, wann ich welche Kurse mache, dann ist wahrscheinlich die Fachhochschule was, das euch interessiert. Nur was, an der Universität gibt es wenig Studien- oder kaum Studienplatzbeschränkungen. Und eine Universität ist eher eine breite Grundausbildung, beziehungsweise das Bachelorstudium ist eine breite Grundausbildung, die sich noch im Master spezialisiert und der schulische Charakter von der Fachhochschule, da hat man eben noch eher, da hat man eben noch meistens einen
einen spezialisierteren Verlauf von Anfang an, wie man es nachher mag, soll es bitte jedem selber überlassen sein. Ich bin sehr zufrieden, dass ich an der Universität bin und genau, was euch wahrscheinlich jetzt interessiert, sind die ganzen Bachelorstudiengänge, die dauern bei uns zwischen 6 und 8 Semester. Danach kann man einen Masterstudiengang drauf machen, der dauert zwischen 4 und 6 Semester. Beziehungsweise gibt es auch bei uns Diplomstudien, die dauern zwischen 8 und 9 Semester in der Mindeststudiendauer. Und danach gibt es natürlich nur das Doktoratstudium, aber von dem ist jetzt, glaube ich, nur jeder ziemlich weit entfernt. Genau, dann möchte ich jetzt euch kurz das Studienangebot vorstellen für die Wirtschafts- und Gesellschaftsfächer. Da gibt es einerseits im Bachelor die Bachelor Betriebswirtschaftslehre, der ist jetzt neu. Im Bachelor Betriebswirtschaftslehre lernt man eben, wie funktioniert ein Unternehmen, welche Abläufe gibt es in einem Unternehmen, wie ist ein Unternehmen organisiert. Da arbeitet man zum Beispiel, Fächer wie Kostenrechnung, Fächer wie Produktion und Logistik, Fächer wie Finance, Fächer wie Buchhaltung drinnen. Dann haben wir Bachelorstudium, das ist in Kooperation mit der Kunstuniversität, das heißt Kulturwissenschaften. Da ist ein bisschen Geschichte drinnen, da ist Kunst drinnen. Dann gibt es einen Bachelor Sozialwirtschaft, den habe zum Beispiel ich gemacht. Das ist so die Mischung aus Politik und Gesellschaftswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, da hat man sozusagen alles ein bisschen abgedreht und eine sehr gute Grundausbildung, wie ich denke. Dann hat man Soziologie. Da sind ein paar Politikfächer drin und sehr viele Soziologiefächer, sehr viele Gesellschaftsfächer, wie funktioniert eine Gesellschaft. Genau. Und dann gibt es den Bachelor Statistik und Data Science. Bei Statistik und Data Science geht es eben darum, dass man lernt, wie bringe ich sehr viele Daten, wie bringe ich die auf den Punkt, wie kann ich da was auslesen, was nachher mir einen Vorteil bringt, beziehungsweise man stellt Prognosen etc. Dann gibt es Wirtschaftsinformatik, das ist so die Schnittstelle zwischen der Wirtschaft und der Informatik, wie schon der Name sagt. Das ist ein sehr softwarelastiges Studium. Genau. Dann gibt es Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftswissenschaften. Wirtschaftswissenschaften ist bei uns überarbeitet worden. Wirtschaftswissenschaften hat es früher nur Wirtschaftswissenschaften gegeben und nicht Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften. Und jetzt ist man eben hergegangen und hat die beiden getrennt und Wirtschaftswissenschaften eben überarbeitet. Und das ist eher das Studium, wo man sich mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzt. Wie wirkt sich das beispielsweise aus, wenn die Zentralbank jetzt Geld druckt? Wie wirken sich andere Sachen aus? Und genau das lernt man eben noch im Bachelor Wirtschaftswissenschaften. Genau, dann natürlich gibt es noch im Bachelorstudium die Möglichkeit, dass man einen Masterstudiengang macht, der nachher von der Thematik spezifischer ist und tiefer in die Materie geht. Da haben wir einerseits haben wir da Master wie politische Bildung, Comparative Social Policy oder Soziologie. Wir haben volkswirtschaftliche Master wie Economics. Wir haben sehr viele betriebswirtschaftliche Master. Je nachdem, was man im Betriebswirtschaftsstudium interessiert, wie zum Beispiel sagen wir, Finance and Accounting oder Global Business oder Management. Und noch natürlich auch weiterführende Masterstudiengänge für jetzt Sozialwirtschaft, für Statistik oder für Wirtschaftsinformatik. Genau. Dann würde ich jetzt, bevor ich zu den Fragen gehe, nur kurz in euren Campus ein bisschen sagen. Beziehungsweise, was uns halt sehr besonders macht in der JQ, ist, dass wir eine Campus-Uni sind. Das heißt, dass wir alle Gebäude an einem Platz haben, an einem Campus. Du wirst nie abseits vom Campus irgendwas haben oder wandern, nur sehr, sehr, sehr selten. Vielleicht im Verlauf von meinem Studium habe ich 2 oder 3 Mal was abseits vom Campus gehabt. Das hat einerseits den Vorteil, dass man sehr eng mit den Leuten beieinander ist, auch Leute aus anderen Studienrichtungen kennenlernt, man hat am Campus viel Grünflächen, man hat die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, man ist schnell zwischen die Hörsäle, was teilweise auch sehr wichtig ist, wenn man eine Viertelstunde Pause hat zwischen 2 Vorlesungen, kenne ich viele Leute, die studieren jetzt beispielsweise in Graz oder in Wien, die haben 20 Minuten Pause und müssen 40 Minuten mit den Öffis fahren, dass sie wo ankommen und verpassen nachher Vorlesungen, also entweder einen Anfang oder einen Schluss. Und genau, das ist eben bei uns. Wir sind jetzt da beim 8. in dem grünen Gebäude im Hörsaaltrakt. Dann haben wir haben einen Teich mit einem Teichwerk, wir haben einen Science Park. Und wenn Sie das sehen, die ganzen grauen Gebäude, die kommen gerade dazu, die werden neu gebaut, also wir bauen ständig dazu. Wir werden immer größer und das macht, finde ich, die Uni aus. Also bei uns, oder das macht auch Campus Uni aus. Also es ist 2016 gekommen, bin noch sehr viele Gebäude da noch gar nicht gegeben. Die Bibliothek ist jetzt ganz neu, die ist wunderbar geworden. Genau, dann passt es. Dann würde ich sagen,
Gehen wir zu den Fragen. Sind schon Fragen da? Ja, also wie gesagt, danke Viktor für die Präsentation über die JKU. Es sind jetzt leider nur keine Fragen eingegangen. Aber wie gesagt, falls euch was einfällt, könnt ihr die gerne jederzeit stellen. Wir haben vorab Fragen schon gesammelt, die was von euch gekommen sind. Und genau, ich fange jetzt einfach mal perfekt an. Genau. So, also die erste Frage ist, bietet die JKU Campusführungen an? Genau, wir bieten Campusführungen an für einzelne Schüler bzw. auch für Schülergruppen. Kann sein, dass bei mir zum Beispiel Campusführung macht, beziehungsweise bieten wir das einen Tag Studieren an. Das einen Tag Studieren ist was sehr gut bei den Leuten ankommt und wo ich immer nur sagen kann, bitte nehmt das an. Ein Tag Studieren funktioniert so, man sagt zum Beispiel, ich interessiere mich für das und das Studium, schaut auf die JKU-Website unter einen Tag Studieren und dann findet man da den Kontakt von einem Studenten, der oder einer Studentin, der oder die das gerade studiert. Dann setzt man sich mit der Person in Verbindung durch eine E-Mail, sagt, hey, interessiert das, ich fange mich jetzt zum Studieren anfangen nächstes Jahr. Darf ich dir vielleicht einmal einen Tag mitgehen und mal anschauen, wie so dein Studium ist, ein wenig was hören, es ist ja immer besonders, es ist immer was anderes, was ich auf der Website lese, als wenn ich mit wem rede, das selber studiert. Und deswegen gibt es eben das einen Tag Studieren, das ist auch kostenlos. Das kann ich aber bei so vielen Studienrichtungen machen, wie ich will. Bei verschiedenen Fakultäten, ich kann sagen, mich interessiert einerseits Physik, dann möchte ich die vielleicht Betriebswirtschaftslehre machen oder Kunststofftechnik oder Soziologie und ich weiß wirklich nicht, was mich interessiert, dann schreibt man eben die vier Leute an, das sind, wie gesagt, Studenten aus den Studienrichtungen, begleitet es einmal einen Tag, kann Sachen fragen, wie, mit welchen Kursen fange ich denn am Gescheiten an und einfach ganz normal da das Gespräch führen und auch anfangen, dass man schon sozusagen Leute an der Universität kennenlernen und sein Netzwerk aufbaut, das natürlich einem Studenten immer weiterhilft und immer gut ist, wenn man das hat. Ja, danke. Es sind jetzt gerade Fragen eingestrudelt. Super, perfekt. Die erste Frage wäre, könnt ihr genauer über das Psychologiestudium eingehen? Ja, das Psychologiestudium, das ist leider für Schüler jetzt nicht ideal, weil das ist ein Masterstudium. Das heißt, man muss zuerst einen entsprechenden Bachelor haben, um das Psychologiestudium bei uns auch machen zu können. Und da muss man auch ein Aufnahmeverfahren machen. Und das Grundstudium, das heißt das Bachelor-Psychologiestudium, haben wir leider nicht bei uns. Da kann ich leider nur unsere anderen Studienrichtungen anbieten. Danke. Muss man beim Sozialwirtschaftsstudium eine Aufnahmeprüfung machen? Beim Sozialwirtschaftsstudium muss man meines Wissens noch keine Aufnahmeprüfung machen. Das hängt zwar immer davon ab, wie viele Leute sich anmelden für das Studium. Es steht vielleicht auf der Website, wenn Sie es gelesen habt, es ist eine möglich, beziehungsweise es gibt eine. Bei mir war das so, es haben sich so viele Leute angemeldet, dass man gesagt hat, man macht keine Aufnahmeprüfung, weil es eben genug Plätze gegeben hat, was der Fall ist und ich glaube auch in Zukunft der Fall sein wird. Also es war noch nie knapp. Ja, es wird wahrscheinlich auch so werden, dass wir weiterhin keine Aufnahmeprüfung machen. Ganz sicher ist nicht, aber man sollte sich auf keinen Fall davon fürchten. In der Vergangenheit war es so, dass es eigentlich dann nie stattgefunden hat, weil wir einfach auch genügend Plätze haben, um alle Studierenden, die wirklich Sozialwirtschaft studieren wollen, auch ein Studienangebot zu bieten. Genau. Danke. Haben Sie Tipps für die Vorbereitung auf ein BWL-Studium? Ja, Tipps für die Vorbereitung auf ein BWL-Studium. Einerseits kommt es aber darauf an, welche Schule du vorher besucht hast. Wenn du jetzt eine Schule besucht hast, wo du schon Buchhaltung und Kostenrechnung gehabt hast, wirst du wahrscheinlich einen leichteren Einstieg gehabt haben, als wäre anders. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Gymnasium besucht und habe nur sehr wenig Kontaktpunkte mit der Wirtschaft gehabt. Vielleicht hier und da in Mathematik, wenn man sich ein paar Graphen anschaut, mit einer Gewinnrechnung oder sowas. Aber was ich empfehlen kann, ist, wenn man jetzt wirklich keinen Bezugspunkt zu der Wirtschaft hat. Einerseits kann man es anschauen und andererseits gibt es bei uns auch Hilfen zum Studieneintritt, also jetzt nicht nur in Betriebswirtschaft, sondern auch in andere Fächer, wo man sich eben das vorab sozusagen Einstiegskurse besuchen kann, dass man nicht bei Null startet. Ich zum Beispiel bin fast bei Null gestartet oder ziemlich bei Null gestartet, aber es geht die ersten paar Vorlesungen noch ziemlich seicht los, beziehungsweise seicht, es klingt jetzt vielleicht nicht so berauschend, aber es geht so los, dass wer mitkommt, der davon noch nie was gehört hat und wird natürlich noch dementsprechend anspruchsvoll. Aber also ich habe da jetzt nicht wirklich einen Unterschied gesehen zwischen Leuten, die schon mit der Materie
in Kontakt gekommen sind und welche wie ich, die noch nicht in Kontakt gekommen sind, dass ich immer so viel schwerer da habe. Ich kann es auch nur ergänzen, man muss sich nicht vorbereiten. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wenn du vorher Hack-Matur gemacht hast, dann ist es sogar so, dass du die ersten Lehrveranstaltungen Buchhaltung, Kostenrechnung nicht mehr absolvieren musst, sondern anerkennen lassen kannst. Wenn du jetzt von der AHS kommst, musst du das halt noch lernen. Das fängt aber eh mit dem Niveau von Null an. Natürlich auf universitärer Ebene geht es manchmal ein bisschen schneller. Andererseits ist meine persönliche Erfahrung, dass zum Beispiel Leute von der AHS mit den Fächern, die mehr mathematiklastig sind, sich wieder ein bisschen leichter tun. Das heißt, es gleicht sich oft auch aus. Wer sich vorbereiten will und noch keine Buchhaltung, Kostenrechnung, Kenntnisse hat, kann sich natürlich schon ein bisschen das anschauen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Was es auch im Wintersemester immer gibt, kann man bereits im September einzelne Lehrveranstaltungen vorbesuchen, das heißt so Sommerangebot, und speziell in diesen Bereichen gibt es fast jedes Jahr was. Was, Dankeschön. Eine Frage ist auch noch aufgetaucht, kann man vielleicht das Prinzip von den ECTS-Punkten ein wenig genauer erklären? Um was geht es da? Genau, so ECTS-Punkte haben wir es vorher gehabt bei den, genau, ECTS 180 und nachher 120. ECTS ist so ein Punkt für, wie aufwendig ist ein Fach. Beispielsweise, es gibt so die Faustregel, bis in AECTS sind ca. 25 Arbeitsstunden. Natürlich ist es nicht in jedem Gegenstand so. Es gibt manche Gegenstände mit wenig ECTS, die sehr viel Aufwand sind und anders. Meistens ist so der Fall, es ist eher weniger, dass man sagt, 25 Stunden, das ist schon sehr gut angesetzt und da kann man sich wirklich sehr, sehr, sehr gut das anschauen. Aber im Grunde ist es einfach nur eine Zahl, wie aufwendig ist das Fach. Zum Beispiel beim 6-ECTS-Fach habe ich nicht nur eine Klausur, da habe ich vielleicht eine Klausur, eine Arbeit und eine Präsentation und habe jede Woche einen 2-Stunden Kurs. Beim 3-ECTS-Fach habe ich vielleicht nur eine Prüfung und habe jede Woche einen Kurs und der ist dafür schon nach 2,5 Monaten vorbei, beziehungsweise die Prüfung ist nach 2,5 Monaten. Die ECTS haben ja auch eine Bedeutung im europäischen Raum. Nachdem man mit diesen ECTS im Wesentlichen festlegt, wie viel Arbeit steckt denn hinter dieser Lehrveranstaltung, ist sie auch europäisch leichter vergleichbar, weil innerhalb der Europäischen Union hast du überall diese ECTS. Und das ist immer für dich ein ganz wichtiger Indikator, wird das sehr aufwendig. Wenn da ein ECTS steht, dann wird schon gehen. Dann sind eben diese 25 Stunden Aufwand, diese Mittelwertnorm, die natürlich für jeden Studierenden ein bisschen anders sein wird. Wenn 6 ECTS dort steht, wird es halt auch immer ein bisschen mehr sein. Es hilft dir aber auch, dich zu orientieren in dem Studienfortschritt. Wie wir in dieser Folie sehen, dauern diese Studien diverse Semester. Zum Beispiel ein typisches Bachelorstudium dauert 6 Semester und hat 180 ECTS. Jetzt kann ich sagen, okay, 180 durch 6 ergibt 30 und das ist eigentlich das, was man im Durchschnitt jedes Semester auch machen sollte, damit man genau in dieser Zeit von 6 Semester fertig ist. Und das kann man schon bei der Anmeldung von der Lehrveranstaltung, kann man sich schon ein bisschen orientieren, ja, am Anfang mache ich das und dann bin ich auf meine 30 und nächstes Semester das, dann bin ich wieder auf 30 und so kann ich mich durchs ganze Studium durchorientieren, um zu sehen, dass ich den Fortschritt in der halbwegs einhalte, der ideal ist. Danke. Eine Frage ist auch noch, kann man zwei Studienrichtungen gleichzeitig studieren? Ja, geht. Also man kann zwei Studienrichtungen gleichzeitig studieren. Ich kenne einige, die das machen. Natürlich ist es nachher muss man nachher schauen, wie es das zu vereinbaren ist zeitlich. Aber wie gesagt, wie wir vorher schon besprochen haben, man kann sich die ganzen Lehrveranstaltungen selber einteilen. Hat er nicht immer Anwesenheitspflicht, eher selten, dass man Anwesenheitspflicht hat. Und es kann somit mehrere Studienrichtungen gleichzeitig machen. Die müssen nicht einmal in die gleiche Richtung sein. Also ich kann zum Beispiel Wirtschaft machen und ich kann technische Mathematik studieren. Das ist genauso vereinbar. Okay. Wobei man schon sagen muss, zwei Studien ist natürlich auch sehr aufwendig. Wenn es wirklich nicht der gleiche Bereich ist, der doppelte Aufwand. Und persönlich kann ich dann empfehlen, dass man sagt, eine ist mir schon die wichtigere und auf die konzentriere ich mich zuerst, wenn es eng wird. Ihr müsst ja auch für die Kinderbeihilfe oder wenn ihr ein Stipendium bekommt, einen Leistungsnachweis erbringen. Und da zählt immer das eine Hauptstudium, das ihr dort angibt. An der Uni selbst könnt ihr aber theoretisch auch 3, 4 machen. Nur die Frage ist halt, wann wird man dann fertig? Und bei Studienrichtungen, die ähnlicher sind, kann schon sein, dass man eine Lehrveranstaltung nicht zweimal machen muss, weil es in beiden Studienrichtungen vorkommt. Ich
Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn wir zuerst schon von Buchhaltung, Kostenrechnung gesprochen haben, das gibt es natürlich in der Wirtschaftswissenschaft, das gibt es natürlich in der Betriebswirtschaftslehre, das gibt es natürlich in der Wirtschaftsinformatik. Das muss ich dann nicht dreimal machen und so wird es dann schon ein bisschen weniger, aber sich nur auf das zu verlassen, reicht nicht aus. Es ist halt dann wirklich sehr viel Aufwand und man kann auch sagen, nach einem Semester, nachdem man zwei gemacht hat, boah, na eigentlich, das eine ist mir das Wichtigere, ich konzentriere mich jetzt auch wirklich auf dieses eine Studium. Halt, das Wichtige ist, dass man sich halt nicht verzettelt, weil es wirklich sonst sehr, sehr viel Aufwand wird, wenn man es komplett gleich verteilen will. Danke. Eine Frage ist nur, was sind die Anmeldefristen, wenn man im Jahr 2021 studieren möchte? Okay, muss man mehrere Dinge besehen. Einerseits einmal wichtig, die Zulassung zum Studium, die beginnt immer so Anfang Juli, genau den Wert habe ich jetzt nicht im Kopf, findet ihr aber auf der Homepage unter dem Menüpunkt Studieren, da ist dann der Studienstart bzw. der Studienanfang und dort findet man auch alle Fristen. Gehen tut es immer bis 5. September. Das ist jedes Jahr so, außer heuer, wo wir eine besondere Regelung haben aufgrund von Corona. Der zweite wichtige Faktor ist aber auch, das ist ja bei uns zweigeteilt, einerseits mal anmelden und zulassen zum Studieren, andererseits muss ich mir meinen Stundenplan zusammenstellen und meine Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen machen. Und das beginnt dann immer Anfang September, ziemlich wenn die Zulassungsfrist endet, genaues Datum auch auf der Homepage, habe ich jetzt noch nicht auswendig im Kopf, und endet so gegen Ende September. Theoretisch gibt es bei der Zulassung auch noch eine Nachfrist, zum Beispiel für Nachmatura und so weiter. Da bitte aber vorher informieren, nicht, dass ihr dann erst zugelassen seid, wenn die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen so vorbei ist, sonst wird es sehr schwierig, dass man auch noch in die Lehrveranstaltung hineinkommt, beziehungsweise viel aufwendiger. Also wichtig ist, das rechtzeitig zu machen, damit man sich vor allem auch noch für die Lehrveranstaltungen anmelden kann. Danke. Eine weitere Frage ist, braucht man einen bestimmten Notendurchschnitt, um an der Uni aufgenommen zu werden? Nein. Nein. Kurze Antwort. Das gibt es nur in Deutschland. Das ist der sogenannte Numerus Clausus. Den gibt es in Österreich nicht. Okay, super. Ja, muss man beim Wirtschaftspädagogikstudium eine Aufnahmeprüfung machen? Auch kurze Antwort, ja. Nein. So. Wie genau funktioniert das Aufnahmeverfahren für das Studium Lehramt Sekundarstufe? Da ist ja nur eine zweite Frage dabei. Beim Lehramtsstudium Sekundarstufe Allgemeinbildung haben wir mitbekommen, dass man Lateinkurse belegen muss, um einige Fächer studieren zu können. Stimmt das? Ja, nicht für alle Fächer, sondern nur für die Fächer, wo Latein notwendig ist. Das Aufnahmeverfahren selbst ist in der Regel oder war in der Vergangenheit weitgehend ein Computertest, der in allen Bildungseinrichtungen des Clusters Mitte, zu dem wir auch gehören, abgehalten wurde. Ja, und außerdem gibt es auch eine ganz spezielle Anfragestelle, wir haben eine eigene Betreuung für alle Studierenden im Cluster Mitte Oberösterreich, das ist das sogenannte LILES. Das findet ihr auch auf der Homepage, da kann man auch noch alle Detailfragen stellen mit Kontaktdaten, weil der schon sehr komplex ist aufgrund der verschiedenen Fächer und für jedes Fach kann natürlich die Regelung ein bisschen anders sein. Danke. Eine Frage ist auch noch, was genau ist die spezialisierungsinklusive Pädagogik? Da sind wir in einer sehr speziellen Frage drinnen. Das ist eben ein Teil des Lehramtsstudiums Sekundarstufe Allgemeinbildung. Okay, danke. Eine Frage ist noch, bekommt man etwas in BWL und Rechnungswesen im Studiengang Sozialwirtschaft angerechnet, wenn man jetzt eine kaufmännische Matura hat? Ja, also ich habe Sozialwirtschaft studiert und bei mir Studienkolleginnen haben Kostenrechnung und Buchhaltung, um es nur zwei Fächer zu nennen, angerechnet kriegt. Danke. Ich fange jetzt wieder an mit den gesammelten Fragen. Da haben wir, welche Fachrichtungen kann man denn an der JKU studieren? Also es gibt bei uns die Fachrichtung Medizin, es gibt bei uns die Fachrichtung Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Engineering, Informatik, Pädagogik und die Naturwissenschaften, die man bei uns studieren kann. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Mhm, danke. So, dann ist die Frage, wie fern ändert sich das Studium aufgrund von Corona? Also für
Die genauen Informationen finden wir bei uns auf der Website www.jq.at. Und da gibt es eben eine Seite zur Covid-19-FAQs. Persönlich kann ich sagen, dass sehr viele Lehrveranstaltungen noch online stattfinden, beziehungsweise Veranstaltungen im kleinen Rahmen auf große Hörsäle gelegt und dass eben die Abstandsregeln beispielsweise eingehalten werden können. Das ist aber jetzt natürlich einmal die Regel, wenn wir es dieses Semester machen. Wenn ihr dann nächstes Jahr zum Studieren anfangt, kann es natürlich schon wieder ganz anders sein. Im Idealfall ist es wieder so, wie es immer war, mit relativ vielen Lehrveranstaltungen natürlich vor Ort. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Genau. Danke. Kann man an der JKU ein kleines Latinum machen? Das kleine Latinum ist eigentlich nur diese sogenannte Ergänzungsprüfung Latein, die in verschiedenen Studienrichtungen benötigt wird, wie zum Beispiel Rechtswissenschaften oder Humanmedizin. Und nur dafür bieten wir sie an und für sich auch an. Okay, danke schön. Kann man die Fächer Geschichte und Englisch, wenn man das Studium Lehramt, Sekundarstufe belegt, nur an der JKU Linz studieren oder muss man dazu in Salzburg studieren? Das war, glaube ich, nochmal Geschichte und Geschichte Englisch. Und Englisch. Geschichte und Englisch. Bei Englisch weiß ich es auswendig, dass man das auch im Cluster Mitte Oberösterreich studieren kann. Nichts besonders in Linz, nur teilweise. Also da ist man sehr stark an den pädagogischen Hochschulen. Geschichte haben wir an der JKU relativ wenig Angebot, ist aber auch in Oberösterreich studierbar oder in Salzburg. Vielleicht ergänzend zu sagen, Lehramt ist ja auch ein Verbund der verschiedenen Bildungseinrichtungen und nicht jede dieser Bildungseinrichtungen bietet alle Lehrveranstaltungen eines Fachs. Und manche Lehrveranstaltungen sind sehr stark in Salzburg, das sind besonders die Sprachen. Was die Naturwissenschaften betrifft, sind wir sehr stark in Linz, nämlich in der JKU, aber an und für sich bieten die beiden BHs in Oberösterreich gemeinsam mit uns und den anderen Partnern fast alle Fächer ab. Dankeschön. Eine weitere Frage ist, wo erfahre ich, welche Themen bei den Aufnahmetests gefragt sind? Die Frage ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es nicht die Aufnahmetests generell gibt. Wir haben wenige Studienrichtungen mit einem Aufnahmetest. Für Humanmedizin gibt es ein Online-Portal, für Lehramt ist wieder ein bisschen anders. Da bitte auf der Homepage bei der jeweiligen Studienrichtung nachschauen. Da gibt es fast immer auch Informationen zum Aufnahmetest. Da gibt es nicht fast immer, da gibt es immer auch Informationen zum Aufnahmetest des jeweiligen Studiums, wenn es überhaupt einen Aufnahmetest gibt. Danke. Es ist nur eine ergänzende Frage gekommen zu dem Thema Buchhaltung und Kostenrechnung. Wenn das jetzt angerechnet wird, also inwiefern spürt man das? Fällt dann eine Prüfung weg oder muss man eine Vorlesung nicht mehr machen? Ja, da fällt eben das Kostenrechnen ist zum Beispiel ein Fach, das wir die meisten oder Buchhaltung auch im ersten Semester haben. Und wenn du das angerechnet kriegst, dann musst du eben dieses Fach nicht mehr machen. Das heißt, du musst nicht mehr in die Vorlesung gehen und musst nicht mehr die Prüfung abschließen. Das heißt, du musst ein bisschen weniger studieren. Das ist wie wenn du das Studium anfängst und schon zwei Prüfungen gemacht hast. Ja, super, danke. Ja. So, die nächste Frage wäre dann, kann man ein Studium als Auslandssemester machen? Genau, also da gehe ich am besten auf die Folien für für die Auslandssemester bzw. die Möglichkeiten, die es gibt. Wir haben über 200 Austauschvereinbarungen mit Universitäten aus der ganzen Welt. Es sind auch bei uns immer wieder Austauschstudenten und man kann im Zuge seines Studiums, ob man jetzt was Wirtschaftliches studiert, ob man was Technisches studiert etc., ein Auslandssemester machen. Da hat man, wie gesagt, da hat man jetzt sehr viel verschiedene Möglichkeiten, welche das irgendwo in Europa machen, welche das in Asien wo machen, welche das in Nordamerika machen. Hängt zwar immer ein bisschen mit dem Studium zusammen, wenn ich jetzt sage, ich studiere Sozialwirtschaft, ist zum Beispiel vielleicht Finnland ein sehr interessantes Land, weil es da eben Universitäten gibt, die dort sehr stark sind. Wenn ich jetzt Betriebswirtschaftslehre mache, ist Amerika oder Cincinnati, wo sehr viele Bekannte von mir waren oder sind, die richtige Stelle. Genau, also das funktioniert, das ist auch immer gern gesehen, wenn Leute im Ausland studieren, beziehungsweise macht das sehr gut im Lebenslauf und ich habe noch nie von wem gehört, der unglücklich aus dem Auslandssemester zurückgekommen ist. Danke. Gibt es in der Nähe von der Universität Studentenheime? Bis wann muss ich mich für ein Zimmer anmelden? Sehr, sehr gute Frage, da gehe ich auf die Folien mit den Studentenheime.
Wir haben sehr viele Studentenheime in der Nähe von der Uni. Es ist auch gerade ein neues gebaut worden. Von der Nähe her absolut optimal. Teilweise 2 bis 5 Gehminuten, einige sogar nur näher, klein in der Uni, Studentenheime. Und die Anmeldefrist weiß ich nicht auswendig, die ist auch von Studentenheim zu Studentenheim unterschiedlich. Und genau das ist zum Beispiel das Johannes Keplerheim, das Julius Rabheim, das KAG-Heim. Und für die Anmeldefristen, beziehungsweise die Anmeldefristen für die einzelnen Studentenheime, bitte bei einer Website nachschauen, die sind bei uns alle an der JQ-Website verlinkt. Und dort entweder nachfragen oder es steht bei einer auf der Website, wann die Anmeldefristen sind. Was sehr lässig ist in Linz, ist, dass die Studentenheime im Vergleich zu anderen Städten günstig sind. Wenn ich jetzt sage, ich lebe in Salzburg und studiere in Salzburg oder ich lebe in Wien und studiere in Wien, muss man meistens mit höheren Kosten rechnen, wenn man wo wohnen möchte. Genau. Also ich kann das nur betonen und wirklich, ich glaube, da ist Linz mit seiner Campus-Universität wirklich einzigartig. Ich sage es mal so, der Campus der Universität ist umzingelt von Studentenheimen und man hat da wirklich eine große Auswahl und ich glaube auch, das Platzangebot ist in Relation zu anderen Universitäten wirklich gut. Es sind auch viele, die noch relativ neu sind, bis ganz neu, also alle keine 20 Jahre alt. Und wie gesagt, gerade wieder ein tolles neues gebaut. Also wer einen Heimplatz braucht, bitte auf der Homepage nachschauen. Es sollte dann und für sich für jeden möglich sein. Danke. Könnt ihr die Studienrichtung Sozialwirtschaft erklären? Okay, Sozialwirtschaft ist, wie ich es zuerst schon angesprochen habe, da haben wir eben ist ein Grundstudium, wo man einen Teil Wirtschaft hat. Das heißt, ich habe jetzt Wirtschaftsfächer wie Kostenrechnung, Buchhaltung, Bilanzierung etc. Und noch einen Wirtschaftsschwerpunkt. Ich habe sehr viel Politikfächer mit einem Politikschwerpunkt, beziehungsweise da gibt es entweder den Schwerpunkt es gibt Comparative Social Policy und einen Psychologie-Schwerpunkt, glaube ich, heißt der. Da machen wir am meisten Comparative Social Policy, beziehungsweise habe ich den gemacht. Und dann ist nur ein Teil Fächer wie Soziologiefächer, da sind ein Teil sind Statistikfächer dabei, Datenanalysefächer, die vor allem für die politischen Fächer, beziehungsweise für die soziologischen Fächer sehr interessant sind. Da haben wir zwei Englischkurse hat man dabei. Und ja, also wie gesagt, das ist. Ich würde fast sagen, gedrittelt Wirtschaft, Politik, Soziologie, wobei Soziologie jetzt, wenn man es jetzt sagt, für die ECTS weniger ist als Wirtschaft oder Politik und nachher eben nur die zusätzlichen Fächer, die man dazu hat, wie ja, Statistik, wie Englischfächer, Data Science Fächer, genau. Danke. Eine Frage ist auch noch, wenn man für ein Studium in Englisch das Level C1, also wenn da das Level C1 verlangt wird, und die Schülerin schon am Cambridge das abgeschlossen hat, das Level C1. Muss man dann trotzdem nur eine Prüfung machen oder reicht es? Wenn das Level C1 nachgewiesen werden kann mit einer anerkannten Prüfung, dann natürlich nicht mehr. Okay. In der Regel ist ja so, und das wird auch bei den meisten von euch so sein, dass ihr bei uns Matura machen mit Englisch in der Matura, dann habt ihr das Level, aber wenn es aus dem Ausland kommt, oder aus dem Drittstaat kommt es, dann braucht es immer einen Nachweis. Falls ihr es dann eben nicht habt, müsst ihr diese Prüfung irgendwie anders immer noch nachholen. Wenn wir gerade bei der Frage Matura sind, kann man auch ohne Matura studieren? Es gibt einerseits die Möglichkeit, als außerordentlicher Studierender einzelne Lehrveranstaltungen zu besuchen. Da kann man aber kein Studium abschließen, sondern wirklich nur nach Interessen einzeln machen. Es gibt aber auch Möglichkeit, zum Beispiel die Studienberechtigungsprüfung für diverse Fachbereiche zu machen, wie Sozialwirtschaft geht es natürlich, also die ganze Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, aber auch für die Technik oder für die Rechtswissenschaften. Da muss man aber eine eigene Studienberechtigungsprüfung machen. Meist kann man alleine lernen oder in Begleitung mit einem Lehrgang. Danke. Wie viele Semester kann man im Ausland absolvieren? Man kann im Ausland, ab dem dritten Semester kann man ins Ausland gehen, beziehungsweise Auslandssemester machen. Es gibt Studienkollegen, die waren beispielsweise 2 Semester im Ausland. Ich persönlich geplane auch, dass ich 2 Semester ins Ausland gehe, beziehungsweise es ist bei meinem Master eben dabei, dass ich 2 Semester ins Ausland gehe. Es funktioniert, dass man sagt, man geht ein Semester im Bachelor ins Ausland und ein Semester im Master ins Ausland.
Also da ist man relativ flexibel, je nachdem, wie die Plätze sind. Genau. Und auch immer, ob man Fächer eben noch an der Universität da machen kann, die für sein Studium wichtig sind, die man nachher angerechnet kriegt. Aber da kriegt man sehr gute Unterstützung bei uns in der JKU, wo man eben hingehen kann und sagen, hey, ich studiere das und das und möchte da und dort studieren. Gibt es da Erfahrungsberichte von Leuten, haben die Probleme gehabt mit einer Fächer auszurechnen oder ist das recht gut gegangen, wo eben dort Prüfungen abschließen kann und keine Zeit verliert. Es ist immer so, was sehr viele Leute denken, ah, sie verlieren ein Semester, wenn sie ins Ausland gehen, und das ist aber nicht der Fall, beziehungsweise muss nicht der Fall sein, wenn man das gut plant. Genau. Das heißt, die Leistungen, die im Ausland gemacht werden, wenn es die richtigen sind, das plant man vorher auch, werden natürlich dann an der JKU anerkannt und man muss dafür dann an der JKU eben das nicht mehr machen. Und so kann man es im Idealfall sogar so machen, dass man keineswegs ein Semester verliert, sondern nur gewinnt an dieser wunderbaren Erfahrung, im Ausland zu sein. Und ist sicher auch für die Karriere sicher eine wichtige Sache. Wir sind wirklich gut betreut, findet es auch auf der Homepage, und unser International Office unterstützt alle, die ins Ausland gehen wollen. Ja, im Chat haben wir jetzt keine Fragen mehr. Die, was wir gesammelt haben, die sind jetzt bereits beantwortet. Also ihr könnt uns, wie gesagt, jederzeit noch Fragen stellen. Ansonsten würde ich dich bitten, Viktor, dass du noch ein bisschen perfekt, generell was... Perfekt, dann schauen wir uns ein bisschen die Universität an. Danke. Beziehungsweise was bei uns alles zusätzlich noch gibt, was interessant ist, vor allem für Leute, die jetzt vom Gymnasium kommen, oder von der Schule kommen, nicht nur vom Gymnasium. Genau. Also wie gesagt, bei uns gibt es, wie gesagt, das mit Auslandssemester haben wir schon gemacht, haben wir schon durchgehabt, dann Anmeldung für Studium haben wir auch schon die Fragen gekommen, Anmeldefristen für Aufnahmeverfahren, Angebote für Studenten haben wir schon gehabt, der Campus an der JKU, ich sage, da muss ich das nochmal anschauen, die JKU ist 1966 gegründet worden, der Campus ist eigentlich ein Campus im Grünen. Waren ja schon Leute an der Johannes Kepler Universität, wir sind nicht mitten in Linz, wir sind über der Donau am Rande von Linz, das heißt im Grünen, da hat man einerseits den Vorteil, dass man die Ruhe hat, andererseits hat man, weil Linz ja nicht so eine große Stadt ist wie jetzt Wien, ist man sehr schnell in der Innenstadt mit der Straßenbahn bzw. mit anderen Verkehrsmitteln. Ich fahre mit dem Rad in 20 Minuten ins Zentrum. Ja. Was auch Aushängeschild ist, möchte ich sagen, ist unser Biomensa, wo jeder immer schwärmt, dass das Essen sehr lecker ist. Dort werden jeden Tag 1300 bis 1500 Mittagsmenüs serviert. Die sind sehr günstig und preiswert für Studenten. Man hat immer die Auswahl zwischen zwei Menüs. Es gibt verschiedenste Sachen, es gibt Grillsachen, es gibt Pizza, es gibt Pasta, es gibt Sachen mit Gemüse, es gibt süße Sachen und vor allem sehr leckere Sachen und Bio-Sachen. Dann haben wir die Bibliothek, das ist jetzt nur ein Bild aus der alten Bibliothek, beziehungsweise bevor sie umgebaut worden ist. So schaut es heute aus. Unsere Hauptbibliothek, beziehungsweise das Learning Center, wo man als Student die Möglichkeit hat, dass man sich da hinsetzt, lernt, sehr Ruhe hat, was sehr wichtig ist, wenn man sagt, man wohnt jetzt in einem Studentenheim, wo es vielleicht lauter ist einmal auf die Nacht, kann man eben zur Universität gehen, wenn das so nah am Studentenheim ist, sind die BIP sitzen, dort Bücher lesen, an einer Arbeit arbeiten, sie mit Leuten zusammensitzen, oft ist die Bibliothek auch ein Platz, wo man sagt, man sitzt sie für Gruppenarbeit zusammen. Wir sitzen sie beispielsweise sehr gerne in der Mensa zusammen oder man sitzt sie gerne irgendwo in einem anderen Gebäude vor der JKU zusammen. Da bestehen eben sehr viele Möglichkeiten, weil man doch sehr viel Platz hat. Genau, wir haben auch neben der großen Bibliothek nur 12 Fachbibliotheken in den verschiedensten Richtungen, also Psychologie, wir haben Mathematik, Mechatronik, Physik, Soziologie, Wirtschaftsbibliothek, wo man die Möglichkeit hat, dass man sich sehr viele Bücher ausborgt. Sehr viele Bücher sich anschaut, wo man eben noch das hilft beim Arbeiten schreiben. Man muss nicht jedes Buch kaufen, es sind Lehrbücher da zum Ausleihen. Nicht, dass man im ersten Semester gleich mal in 10 verschiedene Fächer 10 Lehrbücher sich kaufen muss. Da packt man sich eben da Lehrbücher aus. Da haben wir auch sehr viel, dass viele Studierende die Möglichkeit haben, da ein Buch zu ergattern. Was ich euch empfehlen kann, ist, borgt sich die trotzdem schnell aus,
Es war bei mir so, dass ich mir zum Beispiel ein oder zwei mehr Buch kaufen habe müssen, weil ich jetzt langsam dran war. Genau, was nur sehr, sehr wichtig ist, und da ist jetzt die Folie jetzt nicht dazu, aber machen wir die Folie, ist, dass an der JKU das Betreuungsverhältnis zwischen den Lehrpersonen und den Studierenden einfach wunderbar ist, was ich sehr schätze, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Vorlesung sitze, kann ich nachher zu die Vortragenden gehen, zu den Professoren gehen und kann sagen, ich hätte da noch eine Frage oder wie funktioniert das noch. Das ist das Betreuungsverhältnis viel enger als an viel größeren Universitäten, was ich so gehört habe, dass die eben eher nur eine Nummer im System sind. Und bei uns hat man eben, wie gesagt, die Möglichkeit, haben wir auf den anderen Universitäten, auch, wie das jetzt gar nicht schlecht reden bei den anderen Universitäten, aber es ist halt bei mir so, es ist mir eben aufgefallen, das ist was, das ich sehr schätze, dass ich mit den Lehrpersonen in Kontakt treten kann, dass mir die gern weiterhelfen. Zum Beispiel vor meinem Master bin ich zu Professoren gegangen und habe gesagt, mich interessiert der Master, ich weiß aber noch nicht ganz. Dann sitzt man sich im Büro zusammen, geht das durch, schaut sich an, wie der Master ausschaut, wie der andere Master aufgebaut ist und trifft nachher sozusagen die Entscheidung, die ist die wichtige Entscheidung, genau. Und das ist was, das ich sehr schätze und das andere Studierende auch sehr schätzen an der Johannes Kepler-Universität. Genau, da ist, also ist eine Frage? Ja, genau, ganz kurz ist eine Frage gekommen, und zwar, welches Masterstudium kann man nach dem Bachelor Kulturwissenschaften machen? Nach dem Bachelor gehen wir mal auf die Masterstudien. Kulturwissenschaften ist jetzt kein Studium, wo es sofort der Kulturwissenschaften Masterstudien gibt, das angeboten wird in der Kooperation. Daher ist es eigentlich nicht so groß die Auswahl. Politische Bildung wäre theoretisch möglich. Man ist halt dann da wieder in einen ähnlichen Bereich drinnen. Aber es ist, Kulturwissenschaften muss man vielleicht zugeben, nicht so ideal, wenn man sagt, Bachelor-Master-Struktur will ich haben. Kulturwissenschaften ist wirklich ein interessantes Studium, aber man bin ganz ehrlich, man muss sich schon überlegen, was für Zukunft, berufliche Zukunft, die man damit machen will. Es ist wirklich interessant, aber es gibt halt auch relativ wenig Arbeitsplätze in diesem Bereich. Und ich glaube, dass da die Kunstuni wahrscheinlich nur bessere Ansprechpartner ist, wie gesagt, mit dem wir gemeinsam den Bachelor Kulturwissenschaften haben. Wobei man sagen muss, dass mehr Fächer an der Kunstuniversität sind als an der Johannes Kepler-Universität. Die Zulassung zum Studium selbst erfolgt auch an der Kunstuniversität. Mhm. Wir sind hier in diesem Studium der kleinere Partner. Dankeschön. Ja, also sonst kannst du gerne. Kann ich noch weiter? Genau. Perfekt. Genau, dann sind wir wieder, wo wir zuerst waren. Wie gesagt, das ist unser Hauptgebäude, das Kepler-Gebäude, da haben wir 7 Hörsäle drinnen, da stehen wir gerade und reden mit euch. Wir haben sehr viel an der Uni jetzt umgebaut in den letzten Jahren, zum Beispiel diese sind schon die neuen Hörsäle, da sind neue Tische drinnen, neue Technik, neue Beamer, dass eben die Lehrveranstaltungen modern ablaufen können. Wir haben Cafés an der Uni, da ist zum Beispiel das Chat, da kann man sich einsitzen, kann sich Jausen essen, man kann sich Jausenwickel kaufen, man kann sich einen Kaffee kaufen oder drin dringen und mit Leuten in Kontakt treten. Man kann da drin Gruppenarbeiten schreiben, wo gerade ein bisschen weniger los ist und wo nicht so viel gequatscht wird. Dann gibt es die Bibliothek Juridicum, das ist die größte rechtswissenschaftliche Bibliothek Österreichs. Die ist sehr interessant für die Leute, die Jus studieren, beziehungsweise die Jus studieren wollen oder Wirtschaftsrecht. Dann haben wir da unser Physik- und Bankengebäude. Als Student, aber wenn die jetzt beispielsweise Physik- und Bankengebäude sind, als Student, der Vivi studiert oder der Betriebswirtschaft studiert oder Sozialwirtschaft, der wird überall ein bisschen sein. Zum Beispiel im Bankengebäude gibt es Räume, wo man drinnen ist. Es gibt im DNF-Turm, wo die ganzen Labore drinnen sind, auch Hörsäle, wo man vielleicht drinnen ist. Genau. Dann wir haben einen Talier bei uns an der Uni, wir haben Banken bei uns an der Uni. Das heißt, man kriegt ziemlich viel, was man jetzt zum Studieren so braucht bei uns. Talier beispielsweise sehr viele Lehrbücher, wo wir vorher schon geredet haben, wenn ich jetzt das Lehrbuch nicht mehr in der Bibliothek finde, dann kann ich zum Talier nur schnell reinschauen und kann man das Buch dort besorgen, wenn ich es unbedingt brauche. Genau. Es gibt gesagt, es gibt weitere Cafés, wir haben eine Bar an der Universität, wir haben das Teichwerk, da kann man was essen, da kann man was trinken. Das ist zum Beispiel auch das Hochschulfondsgebäude, da ist
teilweise Verwaltung drinnen sind, aber auch Seminarräume drinnen, es ist eine Fachbibliothek drinnen. Der DNF-Turm, wie gesagt, wo ich zuerst schon besprochen habe, da sind sehr viele Labore drinnen, die Physiklabore, die Chemielabore, aber auch Hörsäle. Und unser Somnium, das ist letztes Jahr, bitte? Also du kannst gerne noch fertig reden, aber es sind nur machen zwei Fragen. Machen wir nachher weiter, bitte. Ja, okay, ja. Super. Eine Frage ist, wie sieht das generell mit den Kosten aus vom Studium? Also bei uns ist Studieren kostenlos bei uns. Man muss die 20 Euro Beitrag pro Semester muss man rechnen. Das ist der für die Studienvertretung. Und sonst ist das Studieren, wie gesagt, kostenlos bei uns. Was kostet, ist das Studentenheim, was kostet, ist die Mensa. Wenn man ein Buch zu lang auspackt, kostet es auch was, aber es ist wie gesagt vom Preis her sehr überschaubar und das Studium selber kostet nichts. Danke. Bei der zweiten Frage habe ich gerade gesehen, die haben wir vorher schon beantwortet, und zwar ist da um die ECTS-Punkte gegangen, wofür man diese benötigt. Benötigen tut man es in dem Sinn nicht, sondern es ist einfach wirklich ein Ausmaß für den Leistungsaufwand, den man für eine Lehrveranstaltung eine Prüfung hat, und macht eben die Leistungen und die Prüfungen im europäischen Reich besser vergleichbar, und damit soll auch die Mobilität erhöht werden. Es kann ja sein, dass ein Studierender sagt, drei Semester in Linz waren super, aber aufgrund von Milliarden oder anderen Situationen möchte ich jetzt in Deutschland weiter studieren. Auch dort kann man Wirtschaft studieren, und dann wird man seine Leistungen mitbringen und sagen dort, hallo, das habe ich alles schon gemacht, und damit die das einordnen können, ja, das kannst du für das bekommen, das kannst du für das bekommen, im Sinne einer Anerkennung, sind die ECTS auch sehr wichtig. Aber bekommen tue ich dafür jetzt in dem Sinn nichts. Danke. Gut, und dann haben wir weiter, wie gesagt, beim Somnium, das ist letztes Jahr neu dazugekommen. Das ist der höchste Punkt unserer Universität und ist sozusagen fungiert als Aussichtsplattform, beziehungsweise als, ja, es macht den ganzen DNF-Turm, finde ich, auch schöner. Das ganze Stahlgerüst, das sollte nur überwachsen werden von so Kletterpflanzen, die, wenn man da sieht, man zwar noch keine, aber ich war letzte Woche an der Uni. Beziehungsweise jetzt wachsen die schon langsam auf, und die werden in Zukunft den ganzen Turm bedecken, beziehungsweise das ganze Gerüst bedecken und dort für Schatten oben sorgen. Genau. Das ist das Open Innovation Center, da sieht man beispielsweise, wir haben einen Spar an der Universität, und beim Open Innovation Center ist es sozusagen eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und Universität. Das ist ein Zentrum für Forschung. Für wen der jetzt was Betriebswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften oder irgendwas in dem Bereich macht, vielleicht nicht so interessant wie für einen Techniker. Aber da haben wir auch schon ein paar Events drinnen gehabt. Das beispielsweise hat es einmal ein Drohnenrennen drin gegeben, wo man zuschauen hat können. Oder drin ist ein Rutschen, da kann man runterrutschen. Es ist wahrscheinlich für die Techniker interessanter als für die, was wirtschaftlich ist oder was Sozialwirtschaft oder sowas machen. Aber es zeigt halt einfach, das ist auch neu dazugekommen. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren haben sie zum Bauen angefangen. Und es zeigt halt eben, dass die Universität wächst, dass sie bei uns immer was tut. Und ja, genau. Mhm. Ja, wir haben eine Frage gekriegt, und zwar gibt es bei uns ein Studium, wo man Lehrerin oder Lehrer für die Sekundarstufe werden kann? Das ist eben die Sekundarstufe Allgemeinbildung, das gemeinsame Studium der diversen Bildungseinrichtungen von Österreich und Salzburg mit den verschiedensten Fächerkombinationen. Ja. Alle Details wirklich haben wir eigene Ansprechpartner, weil da tauchen wirklich immer viele Fragen auf, weil es wirklich ein bisschen komplexer ist, ist eben das LILES in Oberösterreich. Findet ihr auch auf der Homepage die Kontaktdaten. Danke. Perfekt. Genau, da ist zum Beispiel ein Gebäude, in dem man ist, wenn man was Wirtschaftliches oder was Gesellschaftliches studiert. Sehr oft drin ist das Managementzentrum, da sind also Sprachkurse drinnen, die man an der JKU machen kann. Wie gesagt, Englisch ist, glaube ich, fast jedem Studium dabei, das in die Richtung Wirtschaft geht. Und man kann aber beispielsweise andere Sprachkurse bei uns an der Johannes Kepler Universität belegen, wenn man sagt, hey, man ist interessiert an Russisch zum Lernen oder an Chinesisch zum Lernen, dann besteht die Möglichkeit, dass man das auch bei uns
so nebenbei lernt, weil in sehr vielen Studienrichtungen ist ein kleiner Anteil, wenn wir zuerst über die ECTS geredet haben, da steht immer 12 ECTS freie Studienleistung und da macht man auch eben Fächer, die einem interessieren, die man nicht im normalen Studienplan drin hat, aber die man vielleicht gern drin haben möchte, wie zum Beispiel, ja, wenn man sagt, Französisch oder Spanisch oder was, wo man sich vielleicht entweder weiterbilden möchte oder wo man anfangen möchte, wenn man das, genau, wenn man das lernen will. Das ist unser Keppel Hall, das ist das neue, unser neues Empfangszentrum. Das ist jetzt auch schon fertiggestellt, da sind nur ein paar kleine Bauarbeiten im Inneren. Da gibt es einerseits ein paar USI-Kurse, das sind für Universitätssportinstitutskurse. Da kann man sehr verschiedene Sportkurse belegen bei uns. Gibt, also wie gesagt, da gibt es fast jede Sportart, die man sich vorstellen kann, kann man machen. Da lernt man immer wieder an Leute kennen, da gibt es nicht, gibt Joggen, es gibt Tanzkurse, es gibt Basketballkurse etc. Tennis, also wirklich Volleyball. Alles, was das Sportlerherz begehrt, sind auch sehr günstig, wenn man es jetzt vergleicht mit einem anderen Sportkurs. Da kann man eben als Student den Vorteil, dass man in der Freizeit da einen Sportkurs belegt. Genau. Es ist jetzt nur eine Frage aufgetaucht zum Thema Lehramtsstudium, ob man da mehr als zwei Fächer auch studieren kann. Theoretisch ja. Also es gibt die Möglichkeit eines dritten Faches. Würde ich aber jetzt dort nicht unbedingt so anfangen. Wenn man mal sich entschieden hat, welche Fächerkombinationen man aus zwei Fächern hat, dann kriegt man auch mehr ein Gespür, ob man wirklich das dritte noch machen soll. Also im Start würde ich es auf keinen Fall empfehlen, aber man kann grundsätzlich ein drittes Fach auch machen. Danke. Genau. Also wie gesagt, mal zurück zur Keppel Hall, da haben wir ist eine Sauna drinnen und ein Fitnessstudio, wo man sich als Student anmelden kann. Das Teichwerk haben wir vorher schon kurz besprochen, das ist so lokal bei uns an der Universität, bei unserem Teich, den wir eben haben, da haben wir Enten, da tut es immer was, da ist man, wie gesagt, man ist einfach bei uns schon in der Natur, es fühlt sich nicht an, wenn man jetzt in der Stadt irgendwo mitten in Linz ist, man ist ja nicht mitten in Linz, aber ist einfach, finde ich, zum Lernen sehr angenehm. Weil man halt die Atmosphäre von einer Campus-Uni hat, beziehungsweise die Atmosphäre vom Campus, genau. Was wollte ich gerade sagen, irgendwas ist mir noch eingefallen, was interessant ist. Also wurscht, dann mal weiter. Vielleicht war nur eine Kleinigkeit, das fällt mir sicher noch ein. Genau, dann haben wir da in Science Park, da sind teilweise ein paar, also wenn jetzt wer gesagt hat, mich interessiert Statistik und Data Science, ist man vielleicht da vermehrt anzufinden. Dabei sind es nur drei fertiggestellte Gebäude und zwei Gebäude, die gerade noch gebaut werden, sondern am Ende so eine Hand ergeben, die Richtung Linz in die Innenstadt sagen. Und da sind einerseits gibt es so Gebäude für Mechatronik, eins für Mathematik und Statistik und Kunststofftechnik und eins für Informatik und Wirtschaftsinformatik. Im Grunde sind das ja, würde ich sagen, einfach weitere Gebäude an der Universität, die sehr, sehr super aus, die sehr lässig ausschauen, wo die Hörsäle auch modern sind. Das gibt dem ganzen Studium, finde ich, eine gewisse Abwechslung, wenn man in die verschiedenen Räumlichkeiten ist. Genau, und so. Wunderbar, das ist unser Schloss Auhof, das ist auch gleich bei der Universität. Da ist zum Beispiel der Direktor drinnen und die Verwaltung der Universität. Es gibt bei uns auch die Möglichkeit für flexible Kinderbetreuung, wenn man sagt, man hat jetzt ein Kind und will zum Studieren anfangen und weiß aber nicht, wie das vereinbar ist, kann man eben, ist ja bei uns eine Kooperation mit dem Oberösterreichischen Hilfswerk, dass man dort die Kinder betreuen kann. Ist vielleicht jetzt für euch nicht so das Thema oder für die meisten für euch nicht so das Thema, aber sicher auch interessant und der Punkt ist, das unsere Universität außerhebt. Genau, Schloss Auhof haben wir schon gehabt. Zirkus des Wissens ist derzeit im Bau, das unterstreicht wieder, wie wir wachsen, was wir dazu bauen. Das ist eben ein Projekt, wo man die Neugier für Kinder nutzen will und eben wo man das fördert, wo man ihnen Sachen beibringt, näher bringt und sozusagen, ja, wie gesagt, einfach die Neugier vom Kind fördert, was wir denken, dass sehr wichtig ist, dass man unterstützt das, wenn irgendein was interessiert. Genau. Da ist unser Med-Campus. Der Med-Campus ist in der Stadt, also wenn ich mir sage Campus-Universität, war der Med-Campus nicht dabei, weil der eben in der Stadt ist, in Linz. Und direkt, ja, beim Keppel-Klinikum, genau. Klinikum, also auch wieder schön campusmäßig. Also der ist schon wieder in sich benannt, aber halt nicht
an der Universität, aber man ist wie gesagt mit der Straßenbahn sehr schnell dort, beziehungsweise wieder an der Uni, wenn man jetzt so mal im Studentenheim wohnt, neben der Uni und dort aber studiert. Genau, Wohnen am Campus haben wir auch schon gehabt. Dann vielleicht noch interessant, Studienförderungen und Beihilfen. Da gibt es natürlich gibt's verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, natürlich wird es immer geprüft, je nachdem, welche Unterstützung man für die Eltern bekommt, beziehungsweise wie viel das Einkommen ist. Und da ist bitte, ich glaube einfach, wie gesagt, man sieht es unter www.stipendium.at, was wichtig ist, dass man da einfach die Einreichefristen beachtet, dass man da nicht zu spät ist. Auch jetzt beispielsweise mit einem Leistungsstipendium, wenn man jetzt sagt, man hat ein super Semester gehabt oder zwei super Semester gehabt und möchte ein Leistungsstipendium beantragen. Wie gesagt, immer mit der Frist aufpassen, dass man das nicht übersieht, weil da lässt man halt einfach ein Geld liegen, das man sonst nicht kriegt. Zur Studienbeihilfe noch, ich habe ja immer wieder auch Kontakt mit der Stipendienstelle Linz. Sehr höfliche Menschen, sehr nette Menschen, sehr hilfsbereit. Die sagen immer wieder, manche trauen sich keinen Antrag stellen, weil sie glauben, sie kriegen eh nichts. Die Anträge könnt ihr auf dieser Homepage anschauen, das ist online. Wenn ihr nicht absolut sicher seid, dass ihr nichts bekommt, es kann auch am Ende vielleicht nur 50 Euro sein, aber es ist wirklich eine soziale Unterstützung, auf die jeder Anspruch hat, wenn es die Anspruchskriterien gibt, und probiert es einfach einmal. Danke. Es ist eine Frage aufgetaucht, und zwar, wenn man jetzt in einer kunststoffspezifischen HTL in Schwiganger ist, ist da die Frage, ob da Semester angerechnet werden können. Ganze Semester nicht. Ich habe es jetzt auch nicht auswendig am Repertoire, aber ähnlich wie mit der Hack und Buchhaltung und Kostenrechnung gibt es in der Regel auch bei technischen Studienrichtungen einzelne Lehrveranstaltungen, die dann von der Schule anerkannt werden. Müsste ich aber jetzt selbst auf der Homepage auch nachschauen. Aber es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, ja. Danke. Genau. Da haben wir noch ein paar Bilder von Linz. Wenn wer Linz nicht kennt, so Linz ist längst nicht mehr nur die Stahlstadt, sondern ist auch schon ein Zentrum geworden für Kultur. Wir waren Kulturhauptstadt 2009, glaube ich. Es gibt Konzerte, es gibt Bars, es gibt Sachen zum Fortgehen, es gibt viele Sachen, die man sich anschauen kann. Linz ist eine wunderschöne Altstadt, und das finde ich auch sehr wichtig ist, für, wenn man sagt, man studiert wo, dass man einfach von der Universität wegkommt und einmal in Ruhe die Stadt genießen kann. Genau, beziehungsweise in Oberösterreich, Land der Seen und Berge, hat man sehr viel Freizeitmöglichkeiten. Von Linz aus ist man gleich im Mühviertel, man ist im Traunviertel schnell. Man hat da wirklich, also wenn man gern Skifahren tut, wenn man gern wandern tut, alles dabei. Gern Boden. Das ist schon, ja, das ist, würde ich sagen, sehr ein Vorteil für die Hans-Kepler-Universität. Genau. Da haben wir am Ende, wie gesagt, das könnt ihr diese Präsentation nachher nur mehr anschauen, beziehungsweise findet ihr auch die ganzen Kontakte für Zulassungsservice, Prüfungsanerkennungsservice, vielleicht für die interessant ist, die Frage gestellt haben, mit kann ich mir das auch rechnen lassen, wenn ich in einer Kunststoff-HTL war. Findet ihr auch alle an der Johannes Kepler, findet ihr auf der Johannes Kepler Universitäts-Website, einfach www.jku.at eingeben. Und genau, also das ist, wie gesagt, das sind die ganzen Anlaufstellen, da könnt ihr auch anrufen, die freuen sich, wenn sich meldet, wenn da Leute an Wien sagen und sich interessieren für was. Genau. Wunderbar. Dann kann ich euch abschließend nur sagen, ich studiere sehr gern an der Johannes Kepler Universität. Ich habe jetzt nichts dafür gekriegt, dass ich das sage, also das stimmt wirklich. Nein, also wie gesagt, ich schätze den Umgang an der Johannes Kepler Universität sehr, ich schätze die anderen Studenten sehr, den Zusammenhalt, die man hat, Lehrveranstaltungen sind wirklich sehr gut. Und ja, also ich kann es wirklich jeden Einzelnen nur empfehlen, ob man jetzt was Wirtschaftliches macht, ob man jetzt in die Richtung Soziologie geht oder ob man jetzt Medizin oder was Technisches macht oder Recht. Also wirklich, da kann ich nur die JQ wirklich wärmstens empfehlen. Ich kann nur beipflichten. Wunderbar. Okay. Passt. Ja. Sonst irgendwelche Fragen noch? Genau, falls... Jetzt gibt es nur die Chance. Eine Minute haben wir noch Zeit. Also falls Fragen sind, bitte stellt es jetzt. Bitte. Genau, was wird denn sonst immer noch oft gefragt? Falls eben ihr nur Fragen habt, könnt ihr uns sonst jederzeit gerne noch nachträglich schreiben. Ja, genau. Da versuchen wir auch, dass wir die dann beantworten. Das stimmt. Also,
wenn Sie irgendwelche Fragen habt, die euch jetzt nicht einfallen oder wenn in Zukunft was anfällt. Wie gesagt, ihr könnt anrufen, ihr könnt E-Mails schreiben, ihr werdet dann immer zu die richtigen, an die richtigen Adressen weitergeleitet und kriegt dann auch bestmögliche Unterstützung zu, wirklich, ob es jetzt die Studienwahl betrifft oder irgendwas anderes. Wir helfen gerne. Dann Dankeschön für die Präsentation. Perfekt. Wir bedanken uns auch. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Danke. Tschüss.